Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir sind heute nicht alleine, sondern mit Zoe. Moin. Die Zoe ist wieder am Start. Wir haben irgendwie lange kein Video mehr zusammen gemacht. Nee, das stimmt. Ne? Naja, aber jetzt ist man wieder an der Zeit. Und weil wir halt irgendwie beide so ein bisschen Kaufsucht haben, ich eher ein SSO, aber Zoe... Zoe nicht nur ein SSO. Ja, was soll ich dazu sagen? Gibt's heute einen Pferdekauf. Ja, von den neuen Tennessee Walkern. Und wir haben uns tatsächlich gerade auch schon beraten. Genau. Für ein Pferd. Und wir zeigen euch jetzt gleich mal, für welches wir uns entschieden haben. Ich werde im Thumbnail nicht spoilern, wie sonst, weil das macht ja keinen Sinn. Wir haben uns echt überlegt, sehr lange, welchen wir kaufen sollen. Und auch vor allem, welche Mähne wir nehmen wollen. Und wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir dieses Pferd hier nehmen. Ah, Kamera wird geschwenkt. Es ist das Linky. Wir wollten erst den Black Roan, aber jetzt haben wir doch dieses hier. Was ist das für eine Farbe, Zoe? Da fragst du mich was, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde, es sieht eher aus wie so ein Western-Pferd. Ja. Aber die Gangarten sehen halt jetzt auch nicht aus, als wäre es so ein Dressurpferd. Kann man ja noch bearbeiten. Ich finde es lustig, wie er galoppiert und er nickt so. Ja, das sieht schon sehr speziell aus. Aber mir gefallen die schnellen Galopparten. Also der Jagdgalopp und der schnelle Galopp. Die gefallen mir sehr beide. Schön. Ja. Und ja, das reicht ja dann auch schon. Egal. Oh. Wir werden jetzt personalisieren. Wie wollen wir den nennen eigentlich? Uff. Ja, das müssen wir uns auch noch überlegen. Okay, wir müssen einen Cut machen. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns für einen Namen entschieden haben. Oh ja, let's go. Tino ist einfach ein richtig guter... Aber sag mal, Jungpferd, Erwachsener, Senior... Ich würde sagen Jungpferd, oder? Nee, Erwachsener. Immer. Oder Jungpferd? Nee, Jungpferd. Und schon ist schon Wallach. Schon Wallach. Ja. Okay, bist du bereit eigentlich so zum Kaufen jetzt? Ja. Ich finde den Namen richtig fresh. Ich auch. Okay. Warte, wir müssen vorher noch das Video anfangen. Ich nehme schon wieder auf. Perfekt. Genial. Okay, zähl runter. Okay. 3, 2, 1, let's go. Okay. Oh, aber ich muss da auch Ja drücken, es hat sich zerstört. Ja, und da kommt, sollen wir gleich drauf sitzen oder einen Stall schicken? Ist dein Heimatstall eigentlich nicht bei Steve? Ja, ich war in dir. Oh, ja, ich gehe jetzt in den Heimatstall hinein. Und dann würde ich sagen... Oh, ich werde ihn jetzt erstmal hier rausholen. Wo ist denn der? Der Tino, da ist er schon. Oh, ich freue mich jetzt. Oh, so ein Feini. Also, wir werden jetzt auch gleich eine Gangartenkontrolle machen, gell? Das wird, also, wir machen heute, für die Info für euch, weil es ja irgendwie eine Woche später, als das Pferd rauskam, kam. Es gibt kein mit Musik hinterlegtes Gangartenvideo, sondern wir werden so ein bisschen kritische Bewertung machen. Oder vielleicht auch positive wird sich zeigen. Ich würde sagen, jetzt erstmal Outfit raussuchen, oder? Ja. Okay, let's go. Genau. Also Leute, ich präsentiere euch mein Outfit. Ich bin nicht so zufrieden damit, aber ich habe auf diesem Account leider nicht so richtig nice Outfits. Deshalb ist so ein bisschen zusammengewürfelt alles. Eventuell, wisst ihr was? Ich glaube, ich ändere nochmal was. Ich brauche, glaube ich, andere Gamaschen. Okay, das ist Möglichkeit B, dass wir die Gamaschen so ein bisschen noch in diesem Stil hier machen. Oder natürlich, das Ganze bleibt weiß. Ich glaube, ich nehme die gerade so. Ja, doch. Dann sind wir wenigstens ein bisschen bunt. Zoe, lass mal aus dem Heimatstall gehen, okay? Moment. Bist du nicht fertig? Nee, doch nicht. Okay, bei mir lädt es gerade schon. Ich warte mal draußen auf dich. Oh, Zoe, du siehst aber gut aus. Ne? Richtig fresh. Ich habe mir mal eben ein komplettes Outfit neu gekauft. Echt jetzt? Die Gamaschen sind geil und ich feiere die Trense. Also, oh, weißt du was? Vielleicht will ich mir eine andere Trense kaufen. Soll ich die Trense auch kaufen? Oh, ich will das Einhorn. Das ist halt auch nice. Wie cool. Nee, also die schwarze Trense, die kann ich mir nicht kaufen. Hä? Ja, wo ist... Ah, da. Okay. Ich nehme es zurück. Ich bin einfach nur dumm. Soll ich die kaufen? Nee. Irgendwie fühle ich es nicht. Weil dann sind die weißen Akzente weg, die ich so nice fand. Nee, ich lasse es. Egal. Komm, wir... Wo bist du? Ach, da. Ich war kurz im Shop. Nice. Ich würde sagen, aber ganz ehrlich,
Es ist so eine Mischung aus Westernpferd und irgendwie auch nicht Westernpferd. Irgendwie mag ich's. Guck mal, das ist die besondere Gangart. Oh, die Ohren wackeln wie bei so einem Esel. Gott! Oh mein Gott. Okay, egal. Wir gehen jetzt auf den Platz und schauen uns mal die Gangarten nochmal ganz, ganz genau an im Detail. Wir werden eventuell auch ein bisschen kritisieren und ich möchte vormerken, das ist natürlich nur unsere Meinung. Wir haben uns natürlich entschieden, das Pferd zu kaufen, weil uns das Aussehen gefallen hat. Und man darf ja trotzdem irgendwie Kritik ausüben an dem, ja, wie jetzt vielleicht die Gangarten sind. Das ist nichts gegen SO oder was Schlechtes. Ich finde, Kritik ist immer was Gutes. Und ich glaube, es ist immer interessant auch zu hören, was so andere über, ja, die ganze Sache denken. Kurzer Cut und dann geht's los. So, Leute, es geht los mit unserer kleinen Kritisierung oder auch Positivierung, keine Ahnung. Was sagst du zum Gesamtbild, so im Stehen, zu dem Pferd? Also so, das Gesamtbild finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich auch. Also wenn es steht, einfach so, finde ich es eigentlich echt ganz hübsch. Die Ohren sind ein bisschen arg lang, aber ich glaube, es ist normal bei den Tennessee Walkern, oder? Ich meine auch. Und also allgemein vom Körperbau, sie sind relativ kurz tatsächlich. Kürzer als ich am Anfang dachte. Aber an sich finde ich vor allem ihr Gesicht recht süß. Schmal Ja. und niedlich und ganz niedlich eigentlich. Jetzt geh mal einen Schritt. Zoe, was ist deine Meinung? Ja, hält sich in Grenzen, ist okay. Es ist schon so richtiger, so ein bisschen Western-Schritt, oder? Ja. Das Also ist hat auf Kopf. jeden Fall den Kopf schon echt weit oben. Ja. Es ist halt so, wie man so ausreiten geht, weißt du, wie ich meine? Ja, so ganz locker. Ja, keine Spannung irgendwo, einfach Ja. ganz chillig. Und im Trab muss ich sagen, also es ähnelt irgendeinem anderen Pferd. Ich glaube dem englischen Vollblut, oder? Sei mal ehrlich. Stimmt, ja, aber die sind ein bisschen schwungvoller, meine ich, die Das kann Ikas. sein, aber ich finde halt, keine Ahnung, das verwirft sich so ein bisschen im Genick. Das tut so seinen Kopf nach vorne und nach hinten, so wie so eine Ente. So. Sehr komisch aus. Und ich fände es in Ordnung, aber eine Sache macht es kaputt, und zwar die Ohren, die nach hinten angelegt sind. Ja. Also die angelegten Ohren, das ist so für mich das Schlimmste. Mit dem Trab könnte ich so an sich leben. Und du? Auch. Und dann ans Kopfnicken muss ich mich ein bisschen gewöhnen. Ja, jetzt kommen wir zum Galopp. Es ist halt einfach, ist die. Oh Gott! Der Galopp ist schon lustig. Also muss man schon sagen, es ist schon ein sehr besonderer Galopp. Das erinnert mich ganz am Anfang, als Magnum nicht galoppieren könnte. Scheiße, muss ich rausschneiden. Oh fuck! Den Galopp finde ich tatsächlich, ja, schwierig, ehrlich gesagt. Also es sieht halt so aus, jedes Mal, wenn wir den Galoppschritt beenden, dass der Reiter halt in den Rücken reinsitzt und das Pferd den Kopf hochreißt. Ja, Oder? sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Ja, also der Galopp ist schon echt schwierig. Aber umso besser tatsächlich gefallen mir die zwei schnelleren Galoppgangarten. Vor allem der schnelle Galopp, den finde ich eigentlich richtig nice. Also da muss ich sagen, das ist so meine Lieblingsgangart von dem Pferd, Ja. oder? Ja. Und du hast gesagt, das Springen ist schön. Ja, bei der einen Gange zumindest, weil ich glaube, bei der mittelschnellen oder Oh, vorne. richtig süß, die Ohren Ja, doch. oben beim Springen. Warum kann das nicht im Trab auch so sein? Oh, wie niedlich. Oh mein Gott. Schau, wie der die Ohren hebt beim Springen. Das finde ich ja immer richtig niedlich. Ja, die springen richtig schick. Ja, finde ich tatsächlich auch. Vielleicht müssen wir ja daraus ja noch ein Springpferd machen. Probieren wir das mal im. Also den Sprung, der ist richtig schön. Ja. Und viel runder als alles andere. Ja, klar, die Ohren nach hinten, das muss jetzt halt nicht sein, ne? Ja. Speedstop. Ja, okay, ist in Ordnung, das ist jetzt nichts Spezielles. Und natürlich rückwärts gehen. Oh, das sieht cool aus. Wie so ein Spanier. Geh mal rückwärts. Guck mal, das wäre jetzt rückwärts Stimmt, die versammelter. ziehen sich so zusammen, ja. Das wäre das rückwärts versammelter als vorwärts. Ja. Geh mal rückwärts um die Kurve, das sieht richtig lustig aus. Also so richtig nice. Also ganz ehrlich, wenn die den Hals so schön tragen würden, kann auch ein bisschen lockerer im Genick, das würde mir voll gefallen. Aber richtig.
Oh, und im Schritt dann Gott. Wieder so, oh, ich falle auseinander. Ja! Okay, jetzt noch die Sondergangart. Muss ich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr Beinaktion gewünscht, weil Tennessee Walker laufen ein bisschen... Also ich weiß, natürlich gibt es da auch die Tierquälerei, wenn die so richtig die Beine heben, aber ich habe mir angeschaut, wie Tennessee Walker laufen, auch von Natur aus, und es ist schon noch ein bisschen anders. Oder verwechsel ich da gerade was? Wie macht man nochmal die Special Gangart? Du musst Shift drücken und gleichzeitig beschleunigen vom Schritt. Ah, ja moin. Einfach vergessen. Also es ist auf jeden Fall interessant. Aber, also so special ist die Gangart. Sieht einfach aus wie Schritt, oder? Ja, es sieht aus wie so Schritt-Trapp. Sieht irgendwie sehr... Schrab. Schrab, lass, ja. Lass einfach die Gangart Schrab. Lass mir schraben. Oder Tritt. Schribben. Schribben. Ja, schribben. Wir schribben jetzt. Oder wir schraben. Okay, Leute. Also, was ist Fazit? Ich muss sagen, zwiegespalten. Es hat auf jeden Fall seine coolen Seiten. Meine persönlichen Highlights sind das Rückwärtsrichten und das Springen, die mir echt gut gefallen. Andere Sachen, wie zum Beispiel die Ohren nach hinten, muss ich sagen, das ist nicht so mein Favorite. Aber die Kopfform und allgemein das Pferd an sich finde ich eigentlich sehr schön. Nur der Trab und der langsame Galopp, die sind ich halt wirklich... ja, ihr wisst, was ich meine. Und du, Zoe? Ich schließe mich deiner Meinung an. So geil, das erinnert mich an die Schule, als man immer Rückmeldung geben musste zur Präsentation. Ja, ich schließe mich der Meinung an. Ja, es ist so. Mir fällt nichts anderes ein. Ah, okay, nice. Leute, dann war es mit der Gangartenvorstellung. Wir gehen jetzt zum Outro. Let's go. Wir machen uns so eine freie Schneefläche für ein Bild. Kleine Buddeleinheit. So, ihr Lieben, und das war es jetzt auch von dem Video von mir und... Zoe. Also, der Esel nennt sich immer zuerst. Scheiße, ich mache das immer falsch, unabsichtlich. Von Zoe. Ah, nein, warte, von... Mia, Zoe. Aber das macht gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Egal, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch einen Tennessee Walker gekauft habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und eine schöne Weihnachtszeit. Bald geht's ja los mit den Weihnachtsferien. Also ich habe sogar Semesterferien. Nein, nicht wirklich. Es ist vorlesungsfreie Zeit, um genau zu sein. Ich habe auch irgendwann eine Woche Urlaub. Geil. Wann? Zweite Weihnachtsferienwoche. Ich weiß nicht, wann das ist. Ich habe keine Weihnachtsferien. Ich weiß auch nicht, wann das ist. Okay, müssen wir nochmal drüber reden. Ansonsten macht's gut, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschö.